unserer Finissage der Ausstellung Zeichen gegen den Krieg gekommen sind. Wir haben jetzt einige Monate diese Ausstellung bei uns hier in Duisburg im Lehmbruch-Museum gezeigt. Wir können Ihnen zur Finissage den Katalog zum Projekt vorstellen. Das wird gleich Guido Meinke übernehmen, der zusammen mit mir an dem Katalog gearbeitet hat, ebenso wie der Kurator der Ausstellung Thomas Buchhardt. Ich freue mich sehr, dass zur Finissage zwei Künstler, Künstlerinnen heute bei uns sind. Das ist Dane Zadakic, die aus Weimar zu uns gekommen ist, und Gil Shahar. Beide Künstler haben Werke hier in dieser Ausstellung. Der Ursprung, der Ausgangspunkt der Ausstellung ist Der Gestürzte, den Sie hinter mir sehen, von Wilhelm Lehmbruch. Es ist heute die Antikriegsplastik, so wie sie bezeichnet wird, und für uns der Ausgangspunkt dieser Ausstellung gewesen. Die Skulptur ist ein Jahr nach Beginn des Ersten Weltkriegs entstanden, 1915. Lehmbruch hat sie sich zu der Zeit vorgestellt, durchaus als ein Monument auf dem Friedhof. Also er hatte sich durchaus als ein Denkmal oder Mahnmal vorgestellt. Das wurde zu seiner Zeit so nicht gesehen. Und das macht diese Skulptur für uns so besonders, weil es eben der Gestürzte ist, der nicht gefallen ist, ja, der sich noch aufstützt, der sich wehrt gegen das Fallen. Also er stützt sich auf, wie Sie sehen, auf seine Ellenbogen, er stützt sich auf seinen Kopf. Also sein Kopf ist tragendes Element dieser architektonischen Skulptur. Und das, was diese Skulptur eigentlich ausmacht, ist der Widerstand. Der Widerstand gegen das Sterben, das Unbeugsame, das Aufrechterhalten der menschlichen Würde. Und diese Aspekte haben wir eigentlich aufgegriffen, haben Künstler, Künstlerinnen eingeladen, die mit diesen Dingen arbeiten, die zum Teil in ihren Heimatländern selbst Krieg erlebt haben oder Auswirkungen von Krieg, die deswegen eine ganz subjektive, persönliche Haltung zum Krieg einnehmen. Unsere Ausstellung ist insofern etwas besonders, als dass wir die historische Dimension relativ stark vernachlässigen. Also wir haben zwar den Gestürzten als Ausgangspunkt genommen aus dieser Zeit 1915, 16, Erster Weltkrieg, aber haben dann diese historische Dimension sofort verlassen und haben uns eigentlich dafür interessiert, was machen Künstler heute mit diesem Thema, wie gehen sie heute mit kriegerischen Konflikten um, die uns ja alle berühren. Ich freue mich, Ihnen heute den druckfrischen Katalog zur Ausstellung Zeichen gegen den Krieg vorstellen zu dürfen. Ohne falschen Stolz kann man behaupten, dass es ein eindrucksvolles Buch geworden ist. Die Ausstellung, die Sie heute zum letzten Mal sehen können, befasst sich mit dem immer wieder aktuellen Thema Krieg. Anlässlich des 100. Jahrestages des Beginns des Ersten Weltkriegs hat der Landschaftsverband Rheinland ein Verbundprojekt zahlreicher Museen und Institutionen in Nordrhein-Westfalen realisiert, die in verschiedener Weise auf dieses Ereignis Bezug nehmen. Im Rahmen von 1914, mitten in Europa, wurden 14 Ausstellungen gezeigt, die vom Herbst 2013 bis zum Frühjahr 2015 verschiedene Aspekte des Themas das Rheinland und der Erste Weltkrieg beleuchtet haben. Wir, die Erben derjenigen, die diese Urkatastrophe vor 100 Jahren mit ausgelöst haben, genießen das Privileg, seit 70 Jahren in Frieden zu leben. Das ist alles andere als selbstverständlich, auch angesichts der neuen Krisenherde in unmittelbarer geografischer Nähe der Europäischen Union. Die militärischen Konflikte des 21. Jahrhunderts erscheinen uns oft weit entfernt, doch sie betreffen uns in einer globalisierten Welt unmittelbar. Kunst bezieht Position, nicht für oder gegen eine der Konfliktparteien, denn damit würde sie sich ihrem Gegenspieler der Propaganda annähern, sondern gegen den Krieg. Diese Haltung dürfte allen Künstlern der Ausstellung gemeinsam sein. Vor 100 Jahren war das noch anders, als große Teile der Avantgarde mit Begeisterung in den Krieg zu. Zeichen gegen den Krieg, Antikriegsplastik von Lehmbruch bis heute, ist nun kein Kompendium der Kunstgeschichte, das eine Entwicklungslinie oder Ikonografie des Krieges nachzeichnet, sondern eine selektive und beispielgebende Zusammenstellung von unterschiedlichen Positionen zeitgenössischer Kunst im Angesicht des Krieges. Das Spektrum der ästhetischen Ausdrucksformen reicht von Skulpturen, Installationen, Rauminstallationen, Wandarbeiten bis hin zu Video- und Fotoarbeiten von 21 internationalen Künstlerinnen und Künstlern aus Ländern wie Bosnien und Herzegowina, Chile, Deutschland, England, Israel, Libanon, Peru, Serbien, Spanien, Tschechien, USA und Vietnam. Wie reflektieren Künstler heute den Krieg in ihren Heimatländern? Wie verarbeiten sie die geografische Distanz und gleichzeitige mediale Nähe der Geschehnisse? Wie beeinflusst das Wissen über die Zustände in den Krisengebieten ihre Kunst? Sücke Dinkler stellt eingangs die übergeordnete Frage, wie wird ein Werk zu einem Zeichen? Im zweiten Essay geht Julia Wirzel der Frage nach, was bewirken Kriegsbilder?
Zeichen gegen den Krieg können auf sehr individuelle Weise gesetzt werden. Mit unterschiedlichen Strategien gelingt es Künstlern, komplexe Zusammenhänge zu teilweise einfachen, oft eindringlichen und zugleich vieldeutigen Zeichen zu verdichten. Ich möchte hier auch die Gelegenheit noch nutzen, auf die hervorragenden Fotografien hinzuweisen, die Werner Hanapel in der Ausstellung gemacht hat und die wesentlich zum Erscheinungsbild der vorliegenden Publikation beitragen. Letztlich ist jede Reflexion über den Krieg aus einer humanen Haltung heraus, über seine schiere Existenz, über seine Ursachen und Wirkungen, über seine menschlichen und unmenschlichen Züge schon ein Zeichen, das Widerstand leistet in Diskursen, die den Krieg immer wieder als einzige Option erscheinen lassen. Um mit einem Zitat von Sönke Dinkler zu schließen: Jenseits des Utopischen und des Pragmatischen kann Kunst eingreifen und unser Bewusstsein verändern. Sie zeigt, dass es immer eine Alternative gibt. Filmprogramm gezeigt bis in den Januar hinein mit dem Filmforum zusammen, das sich diesem Thema gewidmet hat. Wir hatten hier Blind-Date-Führungen, bei denen unsere Kunstvermittlung ältere Menschen und jüngere Menschen zusammengebracht hat, um über die Kunstwerke zu sprechen. Wir hatten eine Veranstaltung von Menschen aus Jugoslawien, aus Rumänien, Roma und Sinti, unterschiedlichster Generationen, die in diese Ausstellung gekommen sind, aber auch im gesamten Museum sich aufgehalten haben. Es war ein poetisches Projekt, ein Literaturprojekt. Dane Zadakic ist 1962 in Sarajevo geboren. Sie hat dann Kunst studiert an den Akademien in Belgrad und Sarajevo, ist 1988 nach Deutschland gekommen, hat an der Kunstakademie in Düsseldorf in der Klasse von Nem June Paik als Meisterschülerin studiert und hat sich seitdem eine ganz eigene Sprache entwickelt, in der sie Video verwendet, aber auch Fotografie verwendet. Sie arbeitet mit Skulptur, sie arbeitet mit Klangkunst im öffentlichen Raum und im musealen Raum. Sie arbeitet aber immer auch mit Menschen. Das steht im Zentrum. Sie hat 2006 eine große Arbeit im öffentlichen Raum hier in Duisburg gemacht, in der Landgerichtsstraße, und hat sich dort beschäftigt mit der Schule, an der diese Installation entstanden ist, mit dem gegenüberliegenden Gefängnis und mit der angrenzenden Kirche. Und zwar, Sie werden sich denken können, die Arbeit handelte von unseren Glaubenssystemen, von dem, was uns bildet, was uns prägt, was uns ausmacht, was uns aber vielleicht auch unnötige Regeln auferlegt. Und sie hat dort mit Menschen, mit Jugendlichen aus Duisburg gearbeitet, denen sie eine Stimme gegeben hat, die nämlich über eine Soundinstallation in den Straßenraum sprechen konnte. Zadakic seit 2011 Professorin ist für Kunst im öffentlichen Raum und für neue künstlerische Strategien in Weimar. Und für uns in der Ausstellung ihre Arbeit, ihre Fotografie zur Verfügung gestellt hat. Und wir werden gleich vor dem Werk miteinander ins Gespräch kommen. Gil Schachar ist ungefähr in derselben Generation wie Dane Zadakic. Er ist 65 in Tel Aviv geboren. Er hat in Israel studiert, lebt heute in Deutschland und in Duisburg. Hat 92 schon seine erste Ausstellung in Tel Aviv gehabt und ist danach für sein Werk mit vielen Preisen ausgezeichnet worden, mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis 1994, den Anselm Kiefer gestiftet hat, also eine große Ehre für das künstlerische Schaffen. Dann hat er 96 das Wilhelm-Limbuch-Stipendium hier bei uns am Haus bekommen und 2009 eine große Ausstellung im Tel Aviv-Museum ausgerichtet. Wir haben auch Werke von Gil Schachar bei uns in der Sammlung. Eines dieser Skulpturen wird in der Ausstellung gezeigt. Eine andere hat er uns speziell für diese Ausstellung zur Verfügung gestellt. Und auch mit ihm werden wir gleich vor seinem Werk direkt weitersprechen. Es ist kein Zufall, dass wir sie hier platziert haben, in unmittelbarer Nähe zu dem Gestürzten von Lehmbruck, weil ich glaube, dass diese Arbeit, diese Fotografie ein ähnliches Thema anspricht. Ich werde es nur ganz kurz, mein Interpretationsansatz Ihnen mit auf den Weg geben. Ich glaube, dass es bei Dane Zadakic in diesem Foto eben auch sehr entscheidend darum geht, wie können Menschen angesichts von Krieg, von der Unmenschlichkeit auch des Krieges und den Auswirkungen ihre Würde bewahren.
Und wenn Sie sich die Menschen auf diesem Foto anschauen, dann sehen Sie, dass es da unterschiedliche Möglichkeiten gibt, das zu tun. Und ich würde jetzt Danica gerne mal fragen, wie dieses Foto entstanden ist. Also dieses Foto, das heißt Lagon Galerie 2, ist eigentlich ein Bild aus einer Fotoserie aus 4 Bildern, die ich in Kosovo realisiert habe im Jahr 2004. Also ich bin mit einer überdimensionierten Reproduktion von Hubert Roberts Gemälde Die fantastische Ansicht der großen Galerie von Louvre als Ruine im Gepäck mit Egbert Hochmann, der auch hier ist und der immer als Fotograf mich bei jedem Projekt begleitet. Wir sind dann in Kosovo gegangen und bei meinen Projekten, es ist ja immer so, dass man eigentlich etwas mitnimmt, wenn man reist und Arbeiten vor Ort mit Menschen entwickelt. Also in dem Fall habe ich dieses große Gemälde mitgenommen und eigentlich dieses Gemälde ist 1796 entstanden und zwar im Auftrag von Louvre. Da können wir eigentlich auch sagen, dass es um ein sehr früheres Beispiel von sogenannten Konzeptkunst handelt. Also das heißt, der Maler Hubert Robert hat das eigentlich, die große Galerie von Louvre, die damals, als er den Auftrag von Louvre bekommen hat, die schon als Ruine zu malen, erst eigentlich im Entstehen begriffen war. Also das heißt, das war die Idee, dass man die große Galerie, die dann als Teil der sogenannten Revolutionsarchitektur eigentlich dann gebaut wurde, damit sich der Staat öffentlich präsentiert und repräsentiert. Er hat die dann aber schon als Ruine gemalt und eigentlich dieser Zahn der Zeit hat dem Bild eigentlich gar nichts angetan. Also die Erhabenheit dieser Ruine ist eigentlich eine, also so deutlich, das eigentlich ist ein Konzept, wie kann man Kultur als etwas sehen, was eigentlich aus der Vergangenheit auf die Zukunft wirkt. Ja? Und bei diesem Bild handelt es sich um zwei Konzepte von Zerstörung, die sehr unterschiedlich sind. Auf einem haben wir einfach diese imaginäre Zerstörung, weil Louvre ist Gott sei Dank auch heute noch keine Ruine. Und eigentlich es geht um eine andere Art von Zerstörung. Die Menschen, die davor posieren, das sind Flüchtlinge und das ganze Bild ist in einem Roma-Flüchtlingslager in Kosovo entstanden. Und bei dieser anderen, also es gibt natürlich Krieg und Zerstörung, haben sehr, sehr viele Auswirkungen. Und eine von diesen ist, dass die Menschen eigentlich auf die bloße Existenz und auf die bloße Gegenwärtigkeit reduziert werden. Und ich habe da mit Menschen vor Ort gearbeitet und mit dieser Gruppe und man kann, wie Sie sehen, also es geht um Posieren. Also das heißt auch, wenn die dann in Alltagskleidung sind, dadurch, dass es eigentlich ein Bild in die Realität, dieser Hintergrund dort geschoben worden ist, wird das eigentlich zu einem performativen Akt. Also dieser Akt des Posierens wird zu einem performativen Akt. Und damit unterscheidet er sich auch von ganz, ganz vielen medialen Bildern, die Opfer zeigen, die wir eigentlich aus Zeitungen kennen, wie dann die Opfer dargestellt werden. Und das hat natürlich auch den ganzen Akt des Fotografierens auch beeinflusst, weil eigentlich die Menschen auch in diesem Unort, in diesem Flüchtlingslager, in diesem Elend eigentlich auf einmal vor so einem Bild standen. Das hat deren Haltung auch zum Fotografieren sehr verändert. Und so ist das eigentlich auch möglich gewesen, dass da auch was anderes entsteht. Also es geht um keine dokumentarische Aufnahme und mir ging es auch darum, dass man einfach auch erstmal denkt, wie kann man, also was ist das, was es mit der Würde auch zu tun hat, aber es hat eigentlich auch damit zu tun, dass eigentlich mir ging es als Künstlerin auch damit auch
auch wenn die Menschen auch nicht beschönigt werden, die werden trotzdem zu Figuren. Also die sind nicht mehr die selbst, sondern die werden Figuren von einem Hintergrund, der eine andere Realität ermöglicht. Und dadurch wird auch etwas möglich, was ich eigentlich eine poetische Dimension der menschlichen Existenz nennen würde, das Einzige vielleicht, an das zu glauben, sich wirklich lohnt. Wir sind da mit diesem Prospekt gekommen und haben das aufgebaut und natürlich die Kinder wurden neugierig und dann irgendwie kam man ins Gespräch und so hat sich das entwickelt. Dass einige von denen gesagt haben, ja, wir möchten da mitmachen und die haben gesehen, da ist eine große Kamera und was weiß ich. Und so hat sich das irgendwie entwickelt. Wir haben da einen Tag verbracht und das war eigentlich sehr, sehr hart. Eine Skulptur von Gilles Chahar. Es ist das Werk, was sich hier bei uns auch in der Sammlung des Leenbruch-Museums befindet. Und Daniel Sadakic sagte gerade, ihre Menschen auf dem Foto sind Figuren. Ja, es sind nicht sie selbst, sondern es sind Figuren. Man kann vielleicht auch sagen Skulpturen. Sie stehen für etwas anderes. Und so ist es mit dieser Arbeit auch, mit dieser Skulptur, die wir ja im Grunde fast gar nicht Skulptur nennen würden, weil wir den Menschen sofort sehen. Also Gilles Chahar arbeitet mit einem sehr starken Realismus, man kann sogar vielleicht sagen Hyperrealismus. Wir ertappen auch immer wieder die Besucher, die das anfassen, um sich der Materialität dieser Skulptur sich der zu vergewissern. Und viele der Skulpturen von Gilles Chahar arbeiten mit diesem Aspekt des Nichtsehens, ja, das auch nicht sehen können. Und es sind gleichzeitig Menschenfiguren, die vom echten Körper abgenommen worden sind. Das heißt, ihnen liegt der Körper sehr nahe. Also in einer Zeit, in der sehr viele abstrakte Arbeiten auch entstanden sind, haben wir auch hier an der Stelle bewusst nochmal den Bezug zu Leenbruck hergestellt, weil es auch Leenbruck natürlich um den Menschen an sich geht, um den Körper und auch um die Nähe zu dem Körper. Und das ist bei mir so fast immer, dass ich erst ein Bild habe von einer Skulptur. Ich mache eine kleine Skizze und ich weiß erstmal nicht, also woher das kommt. Und ich überlege mir danach, also ob das eine gute Idee ist oder nicht. Und bei der Arbeit war ich mir nicht sicher, ob ich die überhaupt machen soll, aus verschiedenen Gründen. Also erstmal, wenn man sich mit solchen Themen beschäftigt, Krieg, Folter vielleicht, ist eine Gefahr, dass die Arbeit oder das Kunstwerk plakativ wird. Ich hatte einen Professor in der Schule, wo ich studiert habe, der uns, also den Studenten immer gesagt hat, wenn ihr protestieren wollt, dann geht auf Demonstrationen. Also das gehört nicht in der Kunst. Mhm. Und also das war eine also Überlegung. Dann noch eine, die noch vielleicht so das Schwierige machte für mich, ist, dass ich denke, dass also im Prinzip, also in Kunst ist das schwierig, überhaupt solche Bilder zu zeigen, weil wir die auch genießen, sozusagen. Weil Kunst ist auch immer, das kann man nicht ignorieren, eine Unterhaltung. Ich sage das jetzt so ein bisschen provokativ, ich weiß, aber das ist wirklich so und das passiert oft. Also das kann man kaum vermeiden. Ich nenne jetzt so ein sehr bekanntes so Gemälde von Picasso, Guernica.
man steht davor und man sagt, wow, tolles, tolles Bild, also eine tolle Kunst. Und man genießt die Kunst. Und da finde ich, das ist manchmal ein Problem, wenn man so schreckliche Kriegsszenen zeigt oder wenn es um Krieg geht oder Leiden oder Folter, Völkermord, solche Themen. Wie macht man das? Dass das, also das ist ein nicht so einfach, so für mich. Und dann habe ich das trotzdem gemacht, weil das ist auch, ich denke, als Künstler, man muss diese Sachen auch machen, also auch wenn man damit irgendwelche Probleme hat. Und ich denke, zum Beispiel bei Lembo kann man das sehr gut sehen, das könnte auch so plakativ werden, so ein Bild, aber da, bei Lehmburg ist das so persönlich, dass man, ich denke, das ist, wenn man das so eine Persönlichkeit spüren kann, oder das ist manchmal schwer zu erklären, also, warum das funktioniert, doch funktioniert. Also das ist eine Ebene, so von Gedanken. Und es gibt aber noch eine Ebene, die mich auch nicht weniger interessiert, manchmal sogar mehr. Und das ist, dass das eigentlich natürlich eine Skulptur ist. Das vergisst man manchmal wirklich. Also man denkt, das wäre ein Mensch. Das ist eine Folterszene, das ist ein Mensch. Aber das ist auch eine Skulptur. Und die Skulptur zeigt, kann man sagen, ein Opfer, auf jeden Fall. Ich denke, das ist hier klar, bei der anderen Skulptur ist das nicht so ganz eindeutig vielleicht, aber alles, was ich zu der Skulptur sage, gilt eigentlich auch da, fast. Und wenn die Skulptur ein Opfer ist, dann in der Situation jetzt, wo wir die Skulptur betrachten, dann sind wir eigentlich sozusagen die Täter. Und das ist eine Situation, die mich interessiert. Also diese Beziehung zwischen Kunstwerk und Betrachter. Und also das war auch für mich so ein spannender Moment. Ob das so funktioniert oder ist das alles in meiner Fantasie, das weiß ich nicht. Aber das war meine Überlegungen und Gedanken damals. Hier ist das ein bisschen weniger eindeutig, also was die Situation darstellt. Das könnte auch ein Spiel sein, also Linde Kuh, genau. Und ich wollte das so, dass man das nicht so ganz sofort sagen kann. Hier ist auch der Kopf zu sehen, also die Haut, und das ist wirklich. Das erlebe ich oft bei meinen Skulpturen, dass die Menschen, die immer anpassen wollen. Und, aber das darf man nicht. Da entsteht manchmal wirklich so eine Spannung. Und die haben mich auch interessiert. Also die sind wirklich empfindlich, die Skulpturen. Der Kopf ist aus Wachs. Man kann die Skulptur leicht verletzen. Und das interessiert mich auch, also diese Situation, dass die Skulptur uns nicht sehen kann und die Beziehung, die entsteht also dadurch. Und hier ist das noch ein bisschen verstärkt, also durch diese Augenblicke. Technische Sache, also so die ersten Köpfe, die ich gemacht habe, die waren, also das sind immer Abrisse von Menschen. Und das wird so mit Gipsmasken gemacht. Und die Augen müssen natürlich geschlossen sein, weil sonst kommt Gips in die Augen rein. Und dann habe ich das so akzeptiert. Und ich fand das irgendwann auch als Motiv interessant, dass die Augen geschlossen sind. Und irgendwann habe ich auch gemerkt, dass dadurch die Ohren werden wichtiger
also wirken, wenn man denkt, die Figuren, die Welt durch die Ohren vielleicht, mehr verstehen oder, und also das ist so eine, war so eine Entwicklung, also das, und ich, man könnte natürlich so mit Glasaugen irgendwie arbeiten und die Augen öffnen, aber das, ich mache lieber weniger, als, also so wenig wie nötig, sag ich mal so. In dem Zusammenhang hier, man versteht die Arbeit nur oder hauptsächlich als in diese Richtung, also Opfer. Und man sieht das Spiel oder nicht, also oder weniger. In einem anderen vielleicht Zusammenhang wäre das anders gewesen. Und sonst, also das freut mich, wenn die also Betrachter Mitleid haben und mit der Figur oder mit dem, ja. Und in der anderen Skulptur würde ich sagen, das ist das gehört zum Folter. Hier nicht. Und genau, also solche Bilder sieht man, kennt man von wirklich von den Medien. Und ganz herzlichen Dank, Gesha Pfaff.